Herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nils. Katharina war heute wieder da und ich habe ihr heute keine lange Modellage gearbeitet, sondern ich habe die eine Hand aufgefüllt. Also ich habe ein normales Refill gemacht mit Gel. Das habe ich euch mal richtig schön von Anfang an vom Abtragen über Hautentfernung, über Naturnagelvorbereitung bis hin zur Modellage und zum Farbenauftragen gezeigt, aufgenommen und habe sowas Ähnliches wie das, was ich bei Judith in Matt gemacht habe. Das haben wir jetzt mit Fango, Champagner und Rheinweiß auf dem Soak-Off gearbeitet und das Ganze mit Top-and-Go versiegelt. Ich hoffe, dass es euch gefällt. So, natürlich haben wir die Hände vorher desinfiziert und jetzt schiebe ich mit dem Holzstäbchen ganz vorsichtig die Nagelhaut auf der Nagelplatte nach oben, hebe sie ein bisschen an. Die Katharina ist ja sehr, sehr empfindlich, was den Poposcher angeht. Deswegen muss ich das bei ihr mit dem Holzstäbchen machen oder am besten noch mit einer Feile. Also wahrscheinlich, es tut ihr wahrscheinlich gar nicht weh, sondern es ist ein ekelhaftes Gefühl. Aber mit dem Holzstäbchen geht das super gut. Muss man sehr vorsichtig machen, dass man nicht hinten in die Matrix reindrückt, das Stäbchen. Dann habe ich jetzt den ganz schmalen Hartmetallfräser mit der feinen Verzahnung genommen. Damit kann ich über die Haut gehen. Ganz vorsichtig, weil ich habe ja festgestellt, dass Katharina immer so extrem viele Fransen hat und die bekomme ich jetzt damit richtig gut weg. Also man sieht, ich kann über die Haut und kann dann diese Hornhautfetzen super damit wegnehmen. Aber bitte ganz, ganz vorsichtig den Fräser ganz flach halten, niemals so spitz drauf halten. Dann fräst ihr nämlich wie mit so einem Bagger im Hambacher Forst die Nagelplatte weg. Und er läuft auch sehr langsam. Also ich habe den ungefähr auf 8000 Touren stehen, damit da nicht viel passiert. Und weil mich das hinterher garantiert nervt, schneide ich das jetzt erstmal ab, was da so hoch steht. Und da ich natürlich also eine fast Modellage ohne Fallen machen will, muss ich natürlich die ganze Vorbereitung jetzt super, super gründlich machen, weil ganz zum Schluss möchte ich nur noch ein bisschen vorne über die Kante mit der Feile gehen und mit dem Buffer hinten drüber. Aber ihr seht jetzt, dass das mit diesem Hartmetallfräser wunderbar sich löst. Ich darf natürlich auch überhaupt nicht drücken. Das muss ganz, ganz, ganz leicht vonstatten gehen, weil ich darf ja von der Nagelplatte nichts wegnehmen. Also ganz vorsichtig nur Haut entfernen. Ich könnte, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich auf der rechten Seite den Fräser umgedreht habe. Das hat was mit der Drehrichtung zu tun. Ich könnte auch den Fräser anhalten, andersrum stellen und dann rechts runter fräsen. Aber es geht auch genauso gut, wenn ich den umdrehe und dann von oben nach unten fräse. Ist genau das gleiche wie andersrum. So, dann gehe ich mit meiner Kugel nochmal rüber und löse das, was da so hoch steht, die letzten Reste, und glätte die Haut so ein bisschen damit. Und jetzt nehme ich ganz vorsichtig mit dem blauen Hartmetallfräser die Farbe runter. Und ich weiß, dass bei Katharina, also die hat eigentlich kaum Liftings,
Deswegen kann ich jetzt hier ganz vorsichtig, ich glaube beim letzten Mal hatten wir sogar eine Neumodellage da gemacht, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, was das war. Ich mache jetzt erstmal ganz vorsichtig die Farbe runter, zwischendurch auch immer entstauben und anschauen, wie weit bin ich, was habe ich noch drauf, wie sieht's aus. Erst wenn ich die Farbe runter habe, kürze ich. Ich habe nämlich festgestellt, dass es leichter ist, also schon immer eigentlich, wenn ich erst die Farbe runterhole, dann kürze. Ja, warum das jetzt so ist, kann ich euch gar nicht sagen. Also ich finde einfach, wenn die Farbe im Ganzen runter ist, ist das Ganze hinterher leichter zu fräsen, einfacher zu fräsen, weil man wahrscheinlich auch einen besseren Blick hat. Wo ist das Hyponychium? Aber wer das andersrum macht, ist auch egal. So, jetzt habe ich umgewechselt auf den Hartmetallkegel, auf den runden, nicht den langen, sondern den runden, das Mittelstück. Damit glätte ich jetzt die Oberfläche und die Übergänge und hole so ganz kleine Mini-Liftings, die da sein sollten, und säubere die Ränder richtig ordentlich damit, weil ich ja möglichst wenig mit der Hand machen möchte. Und jetzt feile ich die Nägel passend in Form, also Seitenlinie, untere Seitenlinie, Formlinie, so wie sie hinterher aussehen sollen. Und ihr seht, es ist noch richtig viel Produkt drauf. Das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr wirklich kein einziges Lifting habt. Jetzt gehe ich nochmal über die Oberfläche und hole mir auch so ein bisschen an den Seiten, mache das Material ganz dünn, aber ich hole halt das alte Produkt nicht komplett runter. Es ist quasi so ein Short Refill. Und das mache ich jetzt bei allen. So, und das ist der neue Fräser, den ich eigentlich genauso lange habe wie den kleinen Hartmetallfräser. Auch den müsste ich euch eigentlich auch nochmal zeigen. Ich habe so einen ganz kleinen Hartmetall für die Nagelhaut. Aber dieser hier, der hat eine wunderbare kleine Spitze wie der Stift. Damit kann ich nochmal an den Rändern entlang gehen und mit der Kugel, also mit der unteren Seite, seht ihr jetzt, kann ich quasi großflächig kleine Hautfransen auch wegnehmen. Also man sieht eigentlich, dass sie ziemlich viel von diesen vielen kleinen Hautstückchen hat, die mich immer ärgern und nerven. So, wenn das alles fertig ist, dann nehme ich mein Prep, Dehydrierung, komplett auf den Naturnagel. Und da ich jetzt mit Fiberglasgel arbeite, nehme ich den Mystical und trage erstmal den Bonder in einer dünnen Schicht auf, also mein Haftvermittlergel. Eine dünne Schicht. Bis zur Haut, aber nicht die Haut berühren, ganz wichtig. Und diese dünne Schicht muss einmassiert werden. Die ziehe ich auch komplett über den gesamten Nagel. Wenn jetzt jemand Primer aufträgt, der Primer darf nur auf den Naturnagel aufgetragen werden, nicht auf altem Produkt. Dann kann es euch nämlich passieren, dass der Nagel vergilbt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und bei Bonder ist das halt, weil es ein Gel ist, ist das halt nicht so. Das Ganze härte ich 30 Sekunden in der LED und jetzt arbeite ich mit dem Light Pink den kompletten Aufbau und nehme den 3D-Gelpinsel wieder dafür, den langen, den habe ich ja in kurz und den langen,
erstmal eine Kontaktschicht. Die Kontaktschicht bewirkt, dass das Material, was ich jetzt gleich auftrage, nicht weiterläuft als diese Kontaktschicht. Deswegen darf die auf gar keinen Fall den Rand berühren. Jetzt lege ich ein kleines Bällchen auf meinen Apex und schwebe über die Oberfläche des Gels und ziehe mir das Material schwebend nach vorn. Also ich arbeite das erst von rechts nach links, dann an den Seiten runter, über die Mitte öffnen und dann die Seiten runterziehen, weil ich möchte die Verstärkung ja in der Höhe haben und nicht in der Breite. Und deswegen ziehe ich mir jetzt das Material ganz sanft, sauber über die Seiten nach vorne, so dass ich eine ebene Oberfläche habe. Und da ich an der Seite nicht mehr viel feilen möchte, darf ich da natürlich auch nicht viel Material hinmachen. Wenn ihr da jetzt mehr Material hinmacht, kann es euch auch passieren, dass es Übergewicht bekommt und dann in den Rand läuft. Das ist mega ärgerlich, weil ihr habt dann quasi die Kontaktschicht mit Übergewicht euch in den Rand gezogen und dann habt ihr das Nachsehen, dann könnt ihr eigentlich nicht härten, sondern da müsst ihr alles nochmal komplett runterholen und nochmal neu anfangen. Ich meine, ist jetzt auch nicht so tragisch, aber es ist halt schöner, wenn man es direkt fertig arbeitet. Und ich mag das ja nicht, wenn das Gel sich nach vorne so wie so eine Kralle nach unten zieht. Ich möchte immer, dass der Nagel einen sauberen Abschluss vorne hat. Also wenn man von der Seite schaut, will ich nicht, dass der an der Spitze so nach unten fällt. Und das ist halt bei Gel ein bisschen schwierig. So, Bällchen absetzen, am Rand entlang. Dann gerade an den Seiten runter, die Mitte runterziehen. Und auslaufen lassen. Das Ganze dann mit dem langen 3D-Gelpinsel nach vorne ziehen, also glatt die Oberfläche ziehen. Und aufpassen, dass es vorne nicht so ein Schnabel, also wie so eine Kralle, dass das so aussieht. Nach dem Aushärten, also ich lasse das Light Pink immer so 50-60 Sekunden drin, die Schwitzschicht abwischen und jetzt feile ich nur noch mal einmal an der Formlinie entlang und gehe halt vorne über die Spitze einmal so ein bisschen, dann einmal über den Rand, damit ich da auch auf gar keinen Fall eine Kante habe. Weil das finde ich total hässlich, wenn dann so Kanten entstehen. Die fühlt man beim Rauswuchs und die sehen auch doof aus. Und dann gehe ich mit dem Buffer drüber. Also ihr seht, ich habe jetzt nicht viel gefeilt, aber halt sehr vorsichtig. Schon alleine vorsichtig, weil ich ja die Haut schon komplett bearbeitet habe. Aber die Feilschritte an sich mit dem Buffer und dann kann ich schon anfangen, Farbe aufzutragen. Und bei Gel ist natürlich ganz toll, kann ich mit Cleaner, obwohl das hat ja letztens jemand gesagt, das geht bei Acryl auch, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Aber wenn ich mit Cleaner richtig kräftig bürste, dann habe ich überhaupt keinen Staub mehr da drin und dann kann es losgehen. Also ich habe jetzt hier Champagne, nicht Champagne, wie ich mich jetzt zweimal schon in den Ansagen vertan habe. Das ist Champagne, Fanio, neue Farben und rein weiß. Und mein Langlackierpinsel, dann den 3D-Gelpinsel in lang, in kurz und meinen Kastrierten aus dieser Dreier-Serie, den habe ich auch noch benutzt. Mit dem Langlackierpinsel trage ich zwei Schichten von dem Fanio auf. Das sind zwei neue Soak-Offs, also die könnt ihr auch auf Naturnagel auftragen. Die haben eine wunderschöne Konsistenz
Aber da es ein Zog-Off ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das in zwei dünnen Schichten aufzutragen. Die zweite Schicht trage ich immer ein bisschen satter auf. Das geht wunderbar. Das Fanyo ist ein Schlammton mit einem ganz, ganz leichten Rotstich. Also es ist so ein rötliches Schlamm. In der Sonne wirkt es auch noch so ein bisschen ins Flieder. Also ich finde diese Farbe super, super geil. Und obwohl es ein Cremeton ist, lässt es sich auch ganz, ganz toll verarbeiten, ohne großartige Wolken. Das ist ja immer so das Problem bei diesen Cremetönen, die vor allen Dingen sehr weißlastig sind. So, das habe ich jetzt nicht ausgehärtet. Und dann habe ich das Champagne aufgetragen und habe das, also beziehungsweise habe das so reingezogen mit dem langen Lackierpinsel und dann das Weiß, also eigentlich nass in nass, einfach ein kleines Design gearbeitet. Nachdem das alles ausgehärtet ist, habe ich mit Top & Go versiegelt. Da das natürlich Soak-Off-Farben sind, dürft ihr bei dem Versiegeln jetzt nicht zu fest drücken. Die Soak-Off-Farben bluten ja immer mehr aus als normale Farbgele, also ganz, ganz wenig Druck und immer aufpassen, weil wenn ihr Farbe am Pinsel habt, bevor ihr in die Flasche geht, erst sauber machen. Ganz wichtig. Und der Top & Go muss natürlich 2 Minuten ausgehärtet werden. Bitte immer dran denken, Versiegler ohne Schwitzschicht, 2 Minuten aushärten und immer warten, nach der Aushärtung abdampfen und erst dann ölen. Und dann glänzt das wie verrückt. Die Modellage ist fertig und beziehungsweise beide Hände sind fertig. Die zweite Hand, die zeige ich euch im nächsten Video. Da habe ich einen Nagel verlängert mit Fiberglasgel Clear und mit Fiberglasgel auch den Aufbau wieder gemacht. Werde die zweite Hand auch mit Fangio Champagne und rein weiß ein bisschen arbeiten, aber ein bisschen anders das Design machen. Einfach um da mal so ein bisschen euch so die Variationen zu zeigen, die man mal eben schnell machen kann. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass euch das hier gefallen hat, das Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und folgt mir auf dem Kanal. Also klickt auf Abonnieren und klickt auf die Glocke. Dann bekommt ihr jede Woche ein neues Video. Und wenn ihr gerne etwas wissen möchtet, von mir aus auch, wenn ihr irgendwas anderes über Nothing But Nails wissen möchtet, dann schreibt das doch einfach unten in die Kommentare. Alles, was ich an Produkten verwendet habe, habe ich natürlich unten wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Auch alte Videos, zum Beispiel die Fallschritte habe ich euch verlinkt, das Schablonenschneiden. Das habe ich euch aber alles schon im Video gesagt. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.